So Leute, willkommen zurück zu Grim Fandango. Im letzten Part wurden wir gefangen genommen und Glottis wurde umgebracht, indem er vom Rand der Welt geschmissen wird. Das grüßt mir, Domino. Denn wir haben Matche gefunden, sie ist wie wir jetzt wahrscheinlich auch ein Mitarbeiter von Domino, unter Gefangenschaft. Wir wurden ja auch zusammengeschlagen und die meinten hier, wir wären ihr Boss, die kleinen Kinderchen mit den Flügeln. Ist das so? Werden im Totenreich Kinder zu Engeln? Hola, Angelitos! Ich beiß sie! Ich schwör's bei Gott! Bitte hör auf, Leute zu beißen, Proxy! Deswegen hat man uns doch überhaupt erst in den Käfig gesteckt! Warum wollt ihr mich beißen? Weil sie der fiese neue Boss sind! Mr. Hurley sagt, sie sind gemeiner als er! Er sagt, sie hätten eine Knochensäge! Ja, bestimmt. Wer ist Mr. Hurley? Ist Domino Hurley? Ich weiß es gerade nicht. Beißt mich und ich verklage eure Eltern. Unsere Eltern? Hey, hey, Kinder, nicht weinen. Bitte, nicht mehr weinen. Warum sind solche Kinder nur so schlecht? Ich heiße Manny Calavera. Und ihr? Mr. Hurley hat uns von ihnen erzählt. Sie sind der Matchy reingelegt hat. Arme Matchy. Ich habe niemanden reingelegt. Mr. Hurley sagt, er sei für Matche zuständig gewesen. Aber sie hätten ihm den Fall geklaut. Ist das wahr? Okay, das ist wohl wirklich Domino. Ja, gut. Mal sehen, ob ich euch die ganze Sache erklären kann. Seht ihr, es war mein Job, neu eingetroffenen Seelen Reisepakete zu verkaufen. Nachdem ich genügend davon verkauft hätte, wäre für mich der Weg aus dem Land der Toten frei gewesen. Tja, leider steckte ich in einer tiefen Flaute und brauchte dringend einen dicken Auftrag. Sie sind ein böser Mann. Geh weg, böser Mann. Ja, geh weg. Ich hätte es eher so mit der Korruption erklärt, aber gut. Matche ist meine Freundin. Ihr könnt sie ja fragen. Sie hat schon von Ihnen erzählt. Immer wenn sie von Ihnen spricht, guckt sie ganz traurig. Egal, was genau Sie ihr angetan haben, Sie werden es doch bereuen. Was macht ihr in diesem Käfig? Glühbirnen. Schauen Sie, wir arbeiten schon so schnell es geht. Warum lassen Sie uns nicht einfach in Frieden? Hört zu, Kinder. Ich bin hier, um euch zu helfen. Hier drin ist doch kaum Platz genug für zwei. Ihre Hände sind zu groß, um Glühbirnen zu machen. Ja. Ich bin hier, um euch zu helfen, aus dem Käfig zu fliehen. Das können Sie nicht tun. Wir müssen doch hier bleiben und auf Matche aufpassen. Sie wäre bestimmt sehr traurig, so ganz allein. Wissen Sie, manchmal hören wir sie weinen. Das ist nicht gut. Meine Hände sind nicht zu groß, um Glühbirnen zu machen. Warum helfen Sie uns dann nicht? Ja. Mein Arsch ist zu dick für diese kleinen Hühnerstangen. Das sag ich, Matche. Sie haben das böse Wort gesagt. Ich hab dir doch gesagt, dass er böse ist. Ja. Ich habe einfach nicht so winziges Werkzeug. Das ist alles. Hier, nehmen Sie meinen Hammer. Freche kleine... Genau. Ihr seid zwei ungezogene Kinder. Gut, dass ihr in einem Käfig steckt. Sehr ungezogen. Aber ich will euch doch helfen. Warum tun sie es dann nicht? Ich gehöre zur Seefahrergesellschaft. Ich gehöre zur Seefahrergewerkschaft. Wir sind keine Fabrikarbeiter. Das klingt komisch. Was meint er damit? Er meint, er will uns nicht helfen, weil er fies und gemein ist. Obwohl, vielleicht lieber doch nicht. Wir auch nicht, aber wir haben keine Wahl. Oh. Ich bin der Matche hier rausholen wird. Was? Das können Sie nicht machen. Wer wird sich dann um uns kümmern? Oh, dann sind wir ja ganz allein. Also, Manny, du hast kein Geschick. Sag doch einfach, ich nehme die mit. Obwohl, so wie die drauf sind, überlege ich mir das vielleicht nochmal. Ich bin hier, um euch zu helfen, aus dem Käfig zu fliehen. Das können Sie nicht tun. Wir müssen doch hier bleiben und auf. Sie wäre, wissen Sie. Ja, kennen wir schon. Netten
Käfig habt ihr da? Mr. Hurley hat hier drin dämonische Raben mit Menschenköpfen gezüchtet. Er hat gesagt, wenn wir jemals abhauen, dann schickt er uns die Raben hinterher. Und die bauen sich dann aus unseren Knochen ein Nest. Ihr Kinder, wartet hier und seid brave kleine Angelitos, okay? Okay. Mhm. Wo ist denn der Hammer, den er weggeworfen hat? Der liegt hier wohl nicht mehr. Oder ist das der Hammer? Ah. Den nehmen wir mal für später mit. Man weiß nie, wann man den noch braucht. Mein alter Schreibtisch hat mir besser gefallen. Keine Schublade. Okay, dann gehen wir erstmal raus. Ach so, jetzt sind wir hier. Okay. Das heißt, wir können raus und wir können nochmal hier rüber. Wir gehen nochmal hier hin. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir versuchen's. Oh, sieh an, mein charmanter Verehrer. Bist du gekommen, um mich noch weiter zu beleidigen, oder brauchst du nur etwas Eis für deinen Schädel? Beides. Leer. In unserem Geschäft produziert man nicht viel Papierkram. Abgeschlossen. Ach so, das war die Tür. Okay, wir reden mal mit Matche. Komm, wir verschwinden von hier. Versuchst du schon wieder, Domino, die Provision für mich wegzuschnappen? Manny, gibst du denn nie auf? Ich bin nicht hinter der Provision her. Ich will uns beide nur hier rausbringen. Warum bittest du deinen Chef nicht einfach um einen Tag Urlaub? Glaubst du wirklich, dass er mein Boss ist? Er ist mein Erzfeind. Ich halte ihn für deinen Boss und du glaubst, er ist mein Geliebter. Unsere Beziehung scheint nicht gerade von Vertrauen geprägt zu sein, oder? Ja, das stimmt. Tut mir leid, dass ich so etwas angedeutet habe. Ich vertraue dir wirklich. Ich weiß nicht, ob ich dir in diesem Punkt trauen kann. Aber ich sage dir, was mich überzeugen würde. Und das wäre? Gib mir deine Waffe. Was? Wieso glaubst du, ich hätte eine Waffe? Du arbeitest für die schwerstbewaffnetste Organisation des Totenreichs. Erzähl mir nicht, dass sie dir keine Waffe gegeben haben. Ich arbeite ja genau... Nee, ich möchte sie nicht anschreien. Ich habe aber gar keine Waffe. Wieso? Bist du auf Bewährung draußen? Manuel, das kaufe ich dir nicht ab. Manny, warum kommst du nicht wieder, wenn du bereit bist, mir endlich die Wahrheit zu sagen, okay? Hey, was die Waffe? Bereit, einen Ballermann? Würde ich ja, wenn ich einen hätte. Natürlich. Ich arbeite ja nicht für die schwerstbewaffnetste Organisation der Erde. Weißt du, du hast recht. Es gibt Gerüchte über diese Revolutionsarmee, die Waffen hortet. Um ehrlich zu sein, genau für die arbeite ich. Manny, warum kommst du nicht wieder, wenn du bereit bist, mir endlich... Ich wollte... Hey, ich hab doch die Wahrheit gesagt. Ich wollte aber hier den letzten Tag noch... Den letzten Spruch noch sagen. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Fang an. Du bist schließlich der Verkäufer. Ja, ich muss dir sehr viel erklären. Ich muss dir sehr vieles erklären. Spar dir deinen Atem. Domino hat mir bereits alles erklärt. Du hast mir eine Menge zu erklären. Ich? Was denn? Warum sind diese Kinder in einem Käfig eingesperrt? Da die Angelitos Flügel haben, sind sie die einzigen auf der Insel, die Domino nicht kontrollieren kann. Ah, okay. Warum hast du mich mit der Champagnerflasche K.O. geschlagen? Hab ich doch schon gesagt. Damit du nicht in Dominos Falle tappst. Wenn du es bis an Bord geschafft hättest, dann wärst du jetzt... Hier? Genau. Ja, super. Hey, wenn sie fliegen können, dann befreien wir doch die Kinder und lassen sie Hilfe holen. So weit können sie auch nicht fliegen, Manny. Aber sie können Domino umkreisen und ziemlich kraftvoll zubeißen. Ja, das wäre schön. Warum arbeitest du für Domino? Ich tue, was er verlangt, nur um die Kinder zu schützen. Ah. Warum bist du damals aus meinem Büro gerannt? Das war mir alles so peinlich und du hast so enttäuscht ausgesehen. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Ja, sie war mal eine Heilige. Ich glaube, sie ist jetzt keine mehr. Nach der ganzen Zeit.
Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht, während ich das Jahr in Rubakaba war? Mich verirrt. Aber wie konntest... Bitte, ich möchte nicht über dieses Jahr sprechen. Okay. Hat Domino dir wehgetan? Nicht so sehr wie ich ihm. Junge, der kann vielleicht eine Menge einstecken. Okay, ich verzichte auf weitere Fragen. Schön. Wenn du jetzt auch noch auf dein Rasierwasser verzichten könntest. Hey, ich bin jetzt ein Seemann. Wir müssen sowas benutzen. Hör zu, Matche. Manny, reden bringt uns im Moment auch nicht weiter. Ja, vor allen Dingen, ich kann mich nicht mal rasieren. Ich bin ein Skelett, ich habe keinen Bart. Ich gehe da jetzt rein, um Domino meine Forderungen zu stellen. Ich glaube nicht, dass du die Hierarchie hier richtig verstanden hast. Puxi und Bibi arbeiten für dich, du und ich arbeiten für Domino und der arbeitet für Hector Lemont, den Verbrecherkönig von El Maro. Nun, dann wird es Zeit, die Dienststelle ein wenig umzustrukturieren. Ja, sehe ich auch so. Können wir dem einfach spontan eins mitten ins Gesicht geben? Domino! Domino! Machst du schon Frühstückspause, Calavera? Wir haben eine Rechnung zu begleichen, Esse. Ach, weißt du, wenn ich mit meinem Boss Hector so reden würde... Du hast meinen besten Freund getötet. Den Dämonen? Ach, Manny. Du kannst Dämonen als Fahrer benutzen, sie als Briefträger losschicken oder dir von ihnen Essen servieren lassen. Aber du darfst sie nie als Freund betrachten. Das ist einfach abartig. Er war mein Freund. Was machst du denn hier am Ende der Welt? Oh, das frage ich mich auch jeden Tag. Aber ich werde dich ausbilden, Manny, damit du an meiner Stelle diese unterbelichtete Glühbirnenfabrik leiten kannst. Mhm. Wie kannst du nur kleine Kinder in Käfige sperren? Glaub mir, es ist einfacher, als große Kinder in Käfige zu sperren. Ja gut, recht hat er. Also, ne? Warum sprießt du mich nicht einfach nieder, wie du es in Puerto Zapato versucht hast? Das war nicht ich, das war Hector. Er ist so fantasielos, will immer nur alles auf die Schnelle regeln, verstehst du? Ich dagegen bin sicher, dass wir dich durch ehrliche Arbeit resozialisieren können. Fang doch selber erstmal an. Hier, resozialisieren. Nee, das ist so ein Arsch. Wie kommst du auf die Idee, dass ich für dich arbeiten werde? Nun, außer arbeiten gibt es nicht viel, was man auf dieser Insel machen kann, glaub's mir. Und überleg mal, wenn ich erstmal weg bin, dann bist du mit Matche ganz allein auf dieser einsamen Insel. Manny, lass dich nicht überzeugen. Sag mir nicht, dass diese Aussicht nicht ihren Reiz hätte. Ich habe nicht vor, lange auf dieser Insel zu bleiben. Manny, ich habe die Waffen, die Transportmittel und den Grips. Was willst du denn machen? Salvatore eine Nachricht schicken, wenn die so bewaffnet sind, dann sollen die doch mal herkommen und Domino kalt machen, ey. Oder warm in dem Fall. Hector und du, ihr habt eine geheime Basis eingerichtet, um auf ihr Glühbirnen zu produzieren? Ach nein, das ist bloß ein positiver Nebeneffekt. Im Grunde genommen brauchten wir nur einen Ort, an dem wir meine alten Klienten einsperren können. Man kann ja schlecht gute Menschen unkontrolliert im Reich der Toten herumirren lassen. Die bringen es fertig und erzählen jedem, wie wir ihnen ihr Doppel-N-Ticket geklaut haben, nicht wahr? Ja. Du Drecksack, Dick. Der hat hier alle Karten geklaut und verkauft die dann teuer weiter. Du hast all diesen Leuten die Fahrkarten gestohlen? Okay, wie viel davon hast du noch immer nicht kapiert, Calavera? Copal spielt mir alle guten Kunden zu, nachdem er ihre Tickets in einen geheimen Fonds transferiert hat. Ich verwische die Spuren im Papierkram und dann sorgen wir dafür, dass die Täubchen bei der Perle über Bord springen. Du Mistsack. Ich wusste es. Du hast wirklich immer nur die besten Kunden bekommen. Ich habe alle bis auf Mercedes bearbeitet, die du ja in diesem lächerlichen Wagen entführt hast. Den habe ich übrigens das letzte Mal bei meinem Besuch in Rubakawa gesehen. Ich weiß nicht, Manny. Solche Flitzer können so gefährlich sein. Ich würde dich am liebsten überfahren. Also war es nicht meine Schuld, dass Magic kein Ticket bekam. Du hast es geklaut. Nun, aber es war deine Schuld, dass sie im Wald und nicht direkt hier gelandet ist. Aber darum habe ich mich ja gekümmert. Du bist so ein Mistkerl. Ich werde Matche aus diesem Kerker befreien. Manny, bevor ich sie fand, hat sie deinetwegen ein Jahr allein im versteinerten Wald verbracht. Da ist es in meinem
Kerker hier vergleichsweise komfortabel, findest du nicht? Naja, wir können sie auch einfach mitnehmen und wandern durch die Unterwelt und kommen hier irgendwann mal raus. So wie es auch vorgesehen ist für Leute. 7 Jahre hieß es, dauert die Reise. Machen wir, 2 haben wir eh schon hinter uns. Ein Ticket für dich, 1 für Hector. Wie viele brauchst du noch? Oh Manny, wir konsumieren doch nicht unser eigenes Produkt. Wir verkaufen die Karten an unglückliche Seelen, die kein moralisches Leben führen konnten, weil sie das unsägliche Pech hatten, reich geboren zu werden. Das heißt nicht, dass man kein guter Mensch sein kann. Auch wenn man reich geboren wird oder eben durch irgendwas anderes reich wird, kann man trotzdem ein gutes Leben führen und nett sein und anderen helfen. Man muss doch nicht arm sein, aber für jemanden, der so gierig ist wie er, ist das ein Fremdwort. Aber ihr könntet euch doch mit den ganzen Tickets ohne weiteres absetzen. Warum sollten wir? Wir haben einen Weg gefunden, das Totenreich lebenswert zu machen. Nee, nur für euch. Nette Insel hast du hier. Die Vorbesitzer wussten gar nicht, was für ein Juwel sie hier hatten. Haben sie für ein Apfel und ein Ei verkauft. Sie ernteten die Korallen ab, die mit dem Kran erreichbar waren, und gaben die Anlage auf. Wir jedoch hatten das Zeug dazu, es bis zum großen Riff zu schaffen. Versuchst du mir schon wieder deinen Vortrag über erfolgreiches Management zu halten? Nein, über Sklavenarbeit, Manny. Das ist der wahre Schlüssel zum Erfolg. Ich versuch dann mal weiter zu fliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Das ist so ein Drecksack. Okay, wir brauchen hier Dreh. Also wir müssen die Angelitos befreien. Die Engelchen. Und brauchen hier dringend einen Ausweg. Kann ich nicht den Kraken einfach bitten, mir zu helfen? Und was ist das hier? Was kann ich damit machen? Ich meine, ich kann hier ja die Flussrichtung bestimmen. Super, da kann ich mich davon treiben lassen. Das bringt mir aber nichts. Oh, jetzt bin ich wieder hier gespawnt. Leg mal den Schalter bitte um, Manny. So, wir gucken mal, was passiert, wenn ich jetzt hier nach oben fahre, statt nach unten. Bringt das irgendwas? Komme ich da irgendwo hin, oder? Oh ja. Da sind wir ja wieder oben. Aber Leute, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ihr lasst mir nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Grim Fandango. Bis dann, euer Wolf.